Wobei man bei diesem Thema schon einmal auch diese Doppelbödigkeit, die hier immer an den Tag gelegt wird, einmal aufgreifen muss. Und ich bin überzeugt und habe das auch im Bundeshaus immer in Wien gesehen. Da kommt dann der 8. März, der ist nicht mehr weit weg, das ist der Weltfrauentag. Da gibt es dann immer von der SPÖ und von den Grünen und der ÖVP initiiert alle möglichen Aktionen. Eben unter anderem wird immer dieser Aktionsplan auch gefordert, jedes Jahr vom Neuen. Man geht genau mit denselben Presseaussendungen, wie es auch die SPÖ jetzt gemacht hat, hinaus. Und verschweigt immer eines dabei, dass wir schon einen Unterschied machen müssen, so schlimm es ist ja, wenn Frauen ermordet werden, ob es in Form einer Familientragödie passiert, wo es meistens zum Mord und Selbstmord auch kommt, oder ob wir Situationen haben, so wie es jetzt in Wien der Fall war, wo dann bei der Einvernahme herauskommt, dass dieser Mann, der drei Frauen dort auf bestialische Weise ermordet, einfach sagt, er ist ein Frauenhasser, ja, er ist zugezogen, dürfte eigentlich sich in Wien gar nicht aufhalten, aber ist dann in Wien, ist Frauenhasser und sagt, er hat Stimmen gehört. Und wenn wir uns erinnern, diese Stimmen haben auch jene Afghanen gehört, die damals die 13-jährige oder 11-jährige Leonie entsprechend an einem Baum aufgehängt haben. Und ihr wart diese Willkommensklatscher, die all diese Gewalt importieren haben lassen nach Österreich, weil wir sie nicht entsprechend auch hier entsprechend kontrollieren, sondern diese illegale Massenzuwanderung, die habt ihr Tor und Tür geöffnet. Und auch heute noch immer gibt es kein Umdenken, dass das vielleicht ein großer Fehler war, weil eben dort wir mit kulturellen Auswüchsen zu tun haben, die eben ein Frauenbild haben, das in unserer Kultur nichts zu suchen hat. Und wenn du von 26 Frauenmorden im vergangenen Jahr sprichst, dann sagst du einmal dazu die Nationalitäten, die dort auch eben nur Frauenmorde zum Opfer hatten. Wer waren denn hier die Nationalitäten? Und ihr wollt einfach das Problem nicht sehen, verschließt sich euch des Problems und genauso schauen auch dann eure Aussendungen aus. Da wird dann gesprochen, allein vergangenes Wochenende Redezeit, leider 5 bitte. Femizide. Es wird in keinem einzigen Wort erwähnt, dass natürlich diese importierte Gewalt von Afghanen und so weiter, dass das ein Riesenthema in Österreich ist. Das wird tunlichst verschwiegen. Also bitte macht einmal auch die Augen auf und ja, es ist jeder Frauenmord einer zu viel.